Jo, Leute, was geht? Euer Schützenfuzzo hier. Nächste, was heißt Runde, ne? Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Yu-Gi-Oh! Die heiligen Karten. Wir wollen jetzt hier unsere letzte Karte, glaube ich, gegen ihn holen. Ich bin mir jetzt unsicher, ob das so war. Weil Mai hat uns ja unsere letzte Karte nicht geben wollen, wegen Joey. Na, kommt er jetzt mit seinem Drachen? Nee. Ah, kann ich jetzt gegen dich kämpfen? Okay, ich darf im Moment noch nicht gegen ihn kämpfen. Was sagst du? Rühr der Deck. Was? Ich kann keine. Okay, ihr beiden kämpft dann noch miteinander oder was? Was machst du? Aquarium, was? Ich weiß auch nicht, ob ich hier Duellanten finde. Ja, ich will nicht gegen wen anders kämpfen, wirklich, ne? Okay, der Typ hier ist echt nicht mehr da. Geht's hier weiter? Nee. Also Kunstmuseum ist auch erstmal nicht unser Weg. Uhrenplatz. Hier unten vielleicht jetzt hier jemand anders mit dem Laden. Nee, keiner mehr. Marek ist gegangen, okay. Kann ich verstehen, dass Marek darauf keinen Bock mehr hat, das hier Seto Kaiba vielleicht anzutreffen? Auch nicht. Sind hier oben die Jungs in der Gasse anzutreffen? Auch nicht. Die haben wir auch vergrault. 1A, wir haben alle vergrault. So, wie wir hier jetzt weiterkommen, weiß ich nicht. Ich würde gerne gegen ihn spielen. Darin bin ich unstark, einfach glänzend. Es hat keinen Zweck, mich kannst du nicht besiegen. Okay, der denkt, also ich mache ihn nicht fertig, ja? Nein, der kann auch nicht gewinnen. Es können beide nicht gewinnen gegeneinander, das ist schon mal gut. Hier auf dem Gebäude oben können wir vielleicht noch ein Duell machen. Das wäre natürlich geil. So, wofür brauchen wir die zweite Etage? Ne, oben ist auch noch nichts. Wo geht's hier los, ne? Wo geht's hier weiter, besser gesagt? Was, das hier ist kein Büro? Okay. Das hier ist keine... Was, aber wie bist du hier reingekommen? Ja, wie bin ich hier wohl reingekommen? Ihr habt einen Fahrstuhl, den jeder nutzen kann. Was geht hier auf der zweiten Etage mit den Leuten? Ah, ihr wollt alle duellieren, ne? Ich möchte eigentlich nicht ins Duellgebäude hier, ne, was mit zu tun haben. Also, da war ich falsch. Hier an der Brücke muss es doch noch irgendwas geben. Was mit dir? Mein geliebter Sidogaiba hat das... Oh, wie gern hätte ich seine fantastische Form gesehen. Man muss mir doch hier sagen, wie es weitergeht. Du bist ein Land, nicht wahr? Na los, kämpfe mit mir. Okay, der ist bereit. Sorry, Leute. Er hat gecallt. Wenn einer callt, müssen wir immer rein. Oh mein Gott. Ja, er hat halt gecallt. Ich glaube nicht, dass... Oh, rote Medizin. Jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich. Knappe Sache. Okay, das ist halt lächerlich. Leute, so eine starke Karte spielt der? Der ist doch nicht lächerlich. Der ist nicht schwach. Ich habe einfach nur die krassen Karten. Respekt gegen den doch, oder was? Oh mein Gott. Na, den nehme ich jetzt komplett aus. Der hat echt kein schwaches Deck, oder? Was er bis jetzt so in Verteidigung hatte, ist sah ein bisschen... ja, der hat echt kein schwaches Deck. Wäre der ein bisschen schwächer, ne, wäre er vielleicht wieder fair für das Spiel. So ist er echt stark hier. Weiß auch nicht, was das für einer ist. Jetzt frage ich mich halt, warum der andere da sagt, ne, hier der Tsunami-Kerl, dass ich zu schwach bin. Der hat Angst, Leute, der hat Angst. Er gibt es nur nicht zu. Okay, jetzt die nächste dunkle Karte. Ja, er hier kommt aber auch nur mit 900er Karten, ne? Oh, das hätte ich nicht machen dürfen. Ja, RIP, jetzt muss ich mit einer Karte hier mehr angreifen. So. Wie viel Deckkappa gibt der so als? 5. Ich bin 18 Domino und Königswächter. Auch irgendeine Quatschkarte, ne? Ja, mit besseren Karten hättest du bestimmt gewonnen, Kappa. Geht vielleicht im Kartenladen was? Wir haben eine gute Auswahl an Karten kaufen. Oh, da ist jetzt auch sogar Exodia, ne? Wir kaufen mal Exodia weg. Und ich würde gerne nochmal sortieren. Nach Kosten. Was ist deine teuerste Karte? Echt nur noch die? Okay. Ich kann auch noch sortieren nach Preis, nach Typ, ne? Aber kann ich nicht noch nach Eigenschaften oder so suchen? Verteidigung, Angriff, Preis, Rufen. Ah, okay. Hier wollte ich nämlich hin, so. Dieses Gebiet hier. Das ist eine sehr gute Karte für unser Deck. Nehmen wir natürlich gleich dreimal mit, der auch. Das wären alles so unsere Karten, glaube ich. Irgendwie so auf die Karten habe ich auf jeden Fall Bock. Hier, der ist ja noch ein bisschen billiger. Der auch billiger. Der ist nicht so billig. Da ist er wieder. Ich will ihn natürlich so oft wie möglich dann noch im Deck haben können, ne? Ah, der ist ein bisschen teuer. Die ist zu teuer. Der da war sogar zu billig. Die nehme ich vielleicht auch nochmal mit, so.
Auch zu teuer, zu teuer. Von den Kosten fürs Deck halt, ne? Nö, weiter kannst du mir nicht helfen. Wir gehen erstmal in unseren Deck-Editor. Sortieren. Auch ein bisschen nach Kosten. Guck mal, was so das teuerste ist, was wir im Deck haben. Und ob wir es überhaupt brauchen. Ja, gut, den wollte ich eigentlich behalten, ne? Mit 1200 ATK. Aber dann hier, die hier ist ein bisschen zu teuer. Dafür könnte ich von den Kosten her wiederum auch sowas hier mit reinnehmen. Auch die Karte raus gegen den. Den nicht, den will ich auch behalten. Den kann ich doppelt sogar raus. Und ich brauche einmal den 400, den 550er. Weiß nicht, wie teuer dieses Effektmonster hier eigentlich ist, ne? Dann brauche ich nämlich die Umi-Karte und ihn hier. Der kann auf jeden Fall raus. Der kann auch schon weichen. Und jetzt kann ich da oben noch ein paar teure reinmachen, auf jeden Fall. Ich glaube, damit bin ich recht fein. Hauptsache dunkle Karten. So, die Finsterniskarten sind halt wirklich so unser Weg, ne, den wir gehen wollen. So. Auf jeden Fall ihn dann nochmal rein. So, 1779. Kann ich dafür noch hier. Ich kann ja hier richtig aufwerten, mein Deck, ey. Das ist ja lächerlich, was ich gerade machen kann. Nehmen die 900er da raus, gegen die ganzen 1000er Finsterniskarten. Oh, wartet mal. Ich wollte eigentlich nach was ganz anderem filtern. Nach Typ. Ne, nicht nach Typ. Nach Ofen. Nach Dunkelheit wollte ich sortieren. Das kann ich nämlich ihn auch nochmal reinnehmen. Und der letzte hier ist schwieriger. Ja. Dann muss ich doch nochmal nach Kosten sortieren. Noch hier bestimmt was Teureres wieder rausnehmen. Was ich aber nicht vielleicht. Oder auch was Billigeres. Hier auch bestimmt sowas hier rausnehmen. Und dann von den Kosten noch was Niedrigeres halt einfach reinhauen, ne? Warum nicht? Guck mal, was gibt es hier so von den niedrigen Sachen? Den Ei. Ah, den will ich eigentlich auch nicht mehr spielen. Ja, die Karte merkst du sogar nicht mal, das ist gut. Das ist so in Ordnung. Ich weiß halt nur nicht, ob ich hier im Aquarium jetzt erstmal alle ausschalten sollte. Okay, der will sich auf jeden Fall mit mir duellieren. Von den Kosten her ist halt das die teuerste Karte, also nehmen wir sie als Ante, komm. Okay, den hätte ich mir eigentlich mit draufbringen müssen, den Pinguin. Hat der starke Karten. Der hat die Füße. Die Füße, da sind Donnerkarten gut. Okay, den kriegen wir gerade noch so hier weg. Und dann müssen wir gleich den hier spielen. Ich hoffe, er macht mich nicht. 1300 noch was. Der ist echt stark. Geht hier echt wieder dieser Grind los, ey. Muss hier jede seiner Karten irgendwie zerstören, ne? Kann ich hier auch mal direkt angreifen. What the fuck? Den würde ich sofort spielen wollen. Einmal Ruhe und ich würde ihn sofort draufbringen. Uff. Kann ich dagegen irgendwas machen? Hat er noch andere Karten? Also der zieht mir auf jeden Fall meine Karte wieder ab hier. So, wenn er hier eins noch leben könnte, wäre ich komplett fein. Das könnte unser erster Lose werden hier, ey. Okay, wir sprühen das immer mal so ein bisschen vor. Oh, ich kann nicht mal was mit dem Effekt hier anfangen, ne? Er verteidigt mich nur. Ich hoffe einfach nur, dass er jetzt ein Tribut macht. Nee. Er legt einfach noch eine Karte dazu. Uff. So, das skippen wir jetzt einfach mal schneller durch hier, den Lose. Weil, warum nicht, ne? So. Wir müssen jetzt was gegen Wasserkarten, gegen Wasser machen, genau. Gegen Wasser-Donnerkarten ohne Ende holen. Aber nicht hier, beim. Schon da, wo man, ne, die Karten kriegt. Das war natürlich, bisschen lost hier an der Stelle. Den Grind, dagegen können wir aber was machen. Wir kaufen hier Karten. Wir sortieren. Nach Ruf. Gehen zu den Donnerkarten und dann holen wir uns den Kerl. Oder gegen Wasser, ja, ist Donner das Stärkste. Da sind sie. So, was können wir in Donnerkarten holen? Ihn auf jeden Fall kaufen. 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 So, und wie ich die jetzt am besten in mein Deck bastel, muss ich gleich mal schauen. So, das sind alle Wasserkarten, mit denen ich wirklich gut was anfangen kann. Jo, was ist er hier?
Irgendein Dino. Oh, die Karte ist vielleicht nicht schlecht. So. Nein, du kannst mir nicht weiterhelfen. Genau, danke und tschüss. Zack, Stamm. Wieder die Sortierung nach den Kosten. Also, obwohl wir machen sogar nach Rufen sortieren. Komm, wir sortieren nach den Rufen hier. Na, komm, ich will wirklich nach Rufen sortieren. Ich will das umstellen wieder. Kosten nicht. Angriff und dann so ein bisschen Kosten hier reingucken. Der kostet sehr viel. Der ist sehr billig gegen den. Der kostet 87 wieder da drunter. Und welcher stärker? Der da drunter. Der ist nicht so teuer, aber raus damit. Der ist gar nicht teuer. Der ist auch nicht teuer. Oh Leute, sogar so eine Karte hier habe ich noch. Okay. So. Der ist auch nicht teuer. Den müssen wir drinnen lassen. Den müssen wir drinnen lassen, weil der wahrscheinlich auch nicht so teuer ist von den Kosten. Ja, den müssen wir leider rausmachen. Den auch. Um alles nicht mehr so gut gebrauchen und verwerten hier, ne? Schau die jetzt alle raus hier für die ganzen Blitzkarten hier. So. Würde ihr gerne echt alle reinnehmen, ne? Ja, komm, das machen wir auch. Wir nehmen oben die dunklen Karten alle raus, bis auf den, warte. Wie machen wir das am besten, ne? Deckanpassungen hier, ey. Das ist echt eklig. Dann nehme ich hier erstmal den krassen raus, ja. Dann nehme ich hier den krassen raus. Und jetzt können wir, glaube ich, richtig alles vollpumpen mit unseren Blitzkarten. Na, wo kommen sie? Hier nach? Na. Du gerade rechts so auf die Bilder. What the fuck? Wie tief waren wir denn schon hier? Zack, zack. Den ruhig zweimal rein, den dreimal rein. Den würde ich auch gerne öfter drinne haben wollen. Drinne haben wollen können tun, genau. Der kostet auf jeden Fall hier mehr als der hier unten. Cap dann aber trotzdem, ne, mit drüber. Ja, dann den wieder raus. Der hier ist noch teurer. Die Schlange hier geht vollkommen in Ordnung. Dafür kann ich vielleicht hier auch noch eine andere Karte mit opfern. 31, 59 vielleicht dafür. Und dann kann ich den noch mal rein oder die noch mal reinmachen, die Schlange da. Okay, 53er Kosten sollte ich auch hinkriegen. Der kostet 47, mit 53 passt das, der passt. Jetzt sollte ich da noch mal zwei Karten reinnehmen können. Ja gut. Welche Karte noch am besten, ne? Greifen wir mal wieder auf irgendwas Älteres zurück. Kann ich den vielleicht sogar wieder reinnehmen? Ja, perfekt. Unser Deck aufgefüllt. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir jetzt vielleicht echt besser durchkommen beim Aquarium da. Oh Leute, so weit wollte ich noch gar nicht rein. Erstmal ihn hier vorne, ja? Das muss jetzt endlich klappen. Wir haben jetzt ein Duell verloren. Das heißt also, wir haben mehr Respekt vor ihm und nehmen Ante-Karten, die wir auch öfter im Besitz haben. Die hier zum Beispiel. Und dann spiele ich sowas hier erstmal in Verteidigungsposition, um ihn zu ärgern. Zack, Wasserkarte weg. Oh ja, der guckt euch ihn an. Eieiei, ey. Also mit dem Deck hier, sehr, sehr lustig. Wir müssen uns einfach immer nur unsere Gegner anpassen, ne? Und schon klappt es. Und das Deck hier, also auf diesem Wasserfeld, ist halt auch echt nicht schlecht, weil wenn man dann hier diese 1560er Karten und so zieht, ne? 1300 hat der hier auf dem Feld. Ist halt so lustig, dass der Counter auf den Feldern auch immer einen so einen Buff gibt. Jo. Also das hier ist rum. Sehr schön. Das ging schneller als gedacht. 1040 hat die Schlange da, das ist auch in Ordnung. Der Tsunami-Cast ist zwar viel, viel stärker hier als der hier zum Beispiel, aber. Ja, was soll ich sagen? Wir müssen jetzt irgendwie auch hier die Deckpunkte machen. Du hast ein paar Werkzeuge und gute Karten, ja, weiß ich. So kämpft ihr beiden auch gegen mich. Okay, der kämpft hier nicht gegen mich. Kämpfst du gegen mich? Hallo, kannst du bitte nicht abhauen? Was, Duell mit mir? Okay, das macht mich nervös. Auch gut, dass es ihn nervös macht, ne? So, den sollten wir aber jetzt mit links hier machen, gerade auch mit dem Deck. Ja, das hier, das Spiel kommt uns halt einfach entgegen, ne? Wir nehmen jetzt auch einfach nur die Donnerkarten aufs Feld. Wenn die das so simpel mit den Elementen hier gemacht haben. So, dann lege ich den ab. Spiele den hier noch. Aber so, ich habe ja auch den dunklen da ganz oft noch im Deck. Also, wenn ich da was gebrauchen sollte.
So. Ja, den ziehen wir. Hey, wir ziehen hier jetzt alle so aus mit diesem neuen Deck, ne? Das ist so lächerlich, dass so ein paar Donnerkarten hier das ganze Spiel einfach umdrehen. Egal wie stark sie werden, ne? Und wir haben jetzt sogar teilweise sehr, sehr starke Karten davon mit reingenommen. Also immer nur auf den Gegner anpassen, ne? Man ist fein. So, er kommt mit seinen Wasserkarten hier nicht gegen meine Donnerkarten an. Jetzt habe ich hier noch eine andere Karte hinzugelegt. Jetzt legt er gleich wieder was in Angriffsposition. Soll er dann aber machen. Ich glaube, ich gebe dann hier echt die Tribute noch an und dann, ja, hat sich die Runde. Oh, Erdekarte. Da kann ich sogar richtig gut Tribute angeben. Und hole ihn hier. Dann finish. Oh, das finisht noch gar nicht, oder? Doch. Das finisht gerade noch so mit den 130 ATK da. So, wie viel Deckkörper gibt er mir? 5. Du hast Domino halten, Cybersoldat der Finsternis. Oh ja, okay. So, jetzt habe ich alle deine Leute hier besiegt, oder? Wieso ist er so zu mir? Und du? Wie komme ich jetzt hier weiter am besten, ey? Ich kann es euch nicht sagen. Kunstmuseum vielleicht oder so? Ne, hier ist immer noch nicht offen, ne? Das fuckt mich ja ab. Und hier in der Brücke, was war jetzt hier noch los? Hier ist eigentlich auch nichts mehr los, ne? Ich habe den Kerl hier oben besiegt, der ist abgehauen. Ich bin abgedampft, der hier hinten in der Ecke, da weiß ich eh nicht, was mit dem verkehrt ist. Das ist einfach nur so eine normale Figur. Mal gucken, wie es hier am Uhrenplatz aussieht. Hier unten in die Richtung. Ne, hier bei ihm ist auch noch keiner angelangt, ne? Okay, der wird nie wieder gegen mich duellieren, oder was? Oha, der will nie wieder ein Duell gegen mich haben, okay. Wie sieht es jetzt hier mit dir aus? Daten geladen, Duell beginnt. Mal schauen, wie gut hier der PC ist, ne? Das machen wir jetzt noch in der Folge und danach, ja. Hören wir erstmal auf, schauen dann, wie wir weiterkommen und alles ist easy. So, das klappt doch gut, oder? Für mich. Ja, das verstärkt die fast alle. Das verstärkt die sogar alle. Ja, damit hole ich ihn mir. Oh, ein Monster auf dem Feld des Gegners kann den nächsten Zug nicht angreifen. Oh nein. Was soll ich nur tun? Vielleicht die Karte legen. So, dann holen wir ihn gleich dazu und dann ist hier schon wieder Schicht im Schacht gegen den Gegner. Ja, 1A. Schaut es euch an, das ist so lächerlich, ne? Also die kommen jetzt mit den Donnerkarten gegen den, gegen unseren neuen Tsunami-Kerl, wenn wir endlich gegen ihn spielen dürfen, ist ganz fein, meiner Meinung nach. Da könnten wir ihn ordentlich abrasieren. Hier, ne? Sind die Karten auch nicht so schwach. Der Computer hier spielt die sogar, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also ich würde ein komplettes Finsternis-Deck hier am liebsten aufbauen. Ich glaube, später im Spiel, die meisten werden Dämonen auch haben. Also Lichtkarten werden vielleicht auch not bad, ne? Da müssen wir halt einfach mal drauf hinspielen und abwarten. So, hier den nächsten Effekt rein. Okay, das ist jetzt echt lächerlich. Das ist einfach lächerlich, weil Effekte kann man noch nicht doppelt benutzen, oder? Nee, okay. Ja, perfekten Schaden, 1715, so als ob ich es geahnt hätte. Ja, der gibt mir nicht auch nur 5 Deck, aber 5000 Domino. Und der Clown hier, okay. Okay, mein Sieg ist bestätigt, habe ich verstanden. Und ja, Leute. Ich würde sagen, hier beende ich erstmal wieder den Part. Ich speichere hier schon mal, weil das jetzt in der Aufnahmesession erstmal die letzte Folge. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut da rein und tschö, tschö.